Blizzard plant, die erste Season für Müdeschluss Dragonflight vollkommen auf den Kopf zu stellen. Denn sie machen was vollkommen anderes und zwar rotierende Müdeschluss Dungeons in jeder Season. Zuallererst einmal beginnt das Ganze wie immer. Man wird Dragonflight mit acht Dungeons äh, releasen. Allerdings wird man diese acht Dungeons in dieser ersten Season von Müdeschluss nicht auf Müdeschluss spielen können, sondern nur vier. Ihr könnt natürlich diese acht Dungeons weiterhin Erst einmal auf normal heroisch und mythisch spielen. Vor allem am Anfang von Addons ist es eh so, dass man alle Dungeons auf mythisch auch spielen will. Auf den normalen mythischen Schwierigkeitsgrad halt nicht Mythisch Plus, weil da halt auch immer für gewöhnlich sehr, sehr gute Items troppen, die man auf jeden Fall auch farmen will. Die erste Season von Dragonflight für Mythisch Plus sieht dann nämlich so aus, dass wir vier Dragonflight Dungeons in diesem Pool haben und vier Dungeons aus früheren Erweiterungen. Welche früheren Erweiterungen? Nun relativ easy eigentlich. Wahrscheinlich schon mal nicht die aus Shadowlands, weil man die erst jetzt gespielt hat und zu so neu sind quasi. Wir werden wahrscheinlich vier Erweiterungsdungeons aus früheren Erweiterungen halt finden. Und zwar wird es wahrscheinlich aus Legion, BFA, WOD oder MOP sein. Denn sie erwähnen hier auch MOP-Dungeons und WOD-Dungeons. WOD-Dungeons sind jetzt eh schon drin in der Shadowlands Season 4. Das ist auch so ein bisschen eine Vorschau auf die schluss seasons in A Dragonflight. Und sie sagen hier, dass sie auch eventuell Mists of Pandaria Dungeons in diese rotierenden Seasons reinnehmen wollen. Vielleicht sind ja auch sogar Cataclysm, WOTLK Dungeons, BC Dungeons oder Classic Dungeons für Mythic Plus im Gespräch. Ja, und das äh, finde ich eigentlich ziemlich gut, denn wir alle wissen, Legion hat zum allerersten Mal erst M ⁇ eingeführt. Davor die WOD Dungeons, MOP Dungeons, Cata Dungeons, WOTLK Dungeons, BC Dungeons und Classic Dungeons. Haben wir noch nie auf müde Schluss erlebt. Und das ist eine gute Sache, meiner Meinung nach. Und das bringt auch so ein bisschen Abwechslung in M Plus rein. Denn wie ihn Hasi hier korrekt, meiner Meinung nach, sagt, ist es auf Dauer, wenn man 18 Monate am Stück die gleichen Dungeons rennt, so wie es jetzt in Legion, BFA und Shadowlands der Fall war, ist es doch vielleicht schon den ein oder anderen ein bisschen zu langweilig geworden. Und diese rotierenden M Dungeons. Verschaffen auf jeden Fall viel mehr Abwechslung und auch neue Sachen. Also, klar, es sind zwar alte Dungeons, aber es hat noch keiner in der WoW-Geschichte die alten Dungeons ja, bis WoD noch nie auf Schluss gelaufen. Erst in Legion wurde M eingeführt und erst seit dann gibt es für diese Dungeons M quasi. Klar, es gibt noch äh, Zeitwanderung, aber das betrifft ja auch eigentlich nur äh, Schluss Legion. Und von dem her gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass sie da die alten Dungeons auf Mythic Plus tunen können. Und dann hat man quasi, was ich zum Beispiel ziemlich geil finden würde, das Kloster zum Beispiel aus Classic. Hat man plötzlich in M Plus und dann äh, kämpft man da gegen die krassen Klostertypen auf Mythic Plus und muss da min-maxen. Also ich sehe da sehr viel Potenzial. Das könnte sehr, sehr viel Spaß bereiten. Vorausgesetzt, sie machen natürlich da. Das auch so, dass sie Classic Dungeons in den M Pool reinnehmen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, denn sie reden hier nur von, ähm, ja, das älteste, was sie hier nennen, sind Mists auf Pandaria Dungeons. Also vielleicht nehmen sie nur MOP Dungeons und WoD Dungeons erstmal. Kann natürlich auch sein, weil das noch die aktuelleren sind, die noch nie in M Plus gespielt wird, wurden. Außer halt die wod Dungeons, die werden jetzt eh schon in Shadowlands Season 4 getestet für M Plus Dragonflight, quasi als Vorschau. Und das finde ich, wie gesagt, ziemlich nice. Ich finde das eine gute Herangehensweise. Der ein oder andere wird sagen, äh, alte Dungeons-Schmutz. Aber wie gesagt, die alten Dungeons auf dem sind sicherlich interessant und werden auch eine Herausforderung bieten. Und vor allem, weil es ja kaum jemand gespielt hat. Oder eigentlich hat nie jemand irgendwie M Plus gespielt, alles, was äh, vor Legion kam. Und äh, deswegen ist das eigentlich eine gute Idee und äh, ist schlau. Ne? Die zweite Season von Shadowlands wird dann die anderen vier Dragonflight -and Dungeons reinbringen. Und dann auch wieder vier weitere anderen Dungeons aus äh, alten Erweiterungen. Also das wird dann auch wieder wechseln. Es werden nicht immer die gleichen vier Dungeons aus den alten Erweiterungen sein. Nein, da gibt es ja sehr, sehr viel Auswahl. Und deswegen ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass da eventuell auch die Classic Dungeons, BC Dungeons, Virtual Cutter Dungeons oder Cutter Dungeons vielleicht auch im Gespräch sind. Ich hoffe nicht, dass sie nur aus MOP und WOD wählen werden. Äh, das weiß man noch nicht so ganz. Und ähm, ja, vielleicht machen sie es auch so da, wieder wie zur Shadowlands Season 4, dass sie die Community entscheiden lassen, was dann ähm, für Plus dungeons aus älteren Erweiterungen reinkommen. Haben sie jetzt auch schon Shadowlands Season 4 gemacht, eine Umfrage gestartet, welche WOD-Dungeons sollen quasi in den M-Plus-Pool rein für Shadowlands Season 4. Und vielleicht machen sie das mit Dragonflight dann in Zukunft auch so oder Blizzard entscheidet halt. Das weiß man noch nicht. Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Sie schreiben hier auch, die Absicht ist es, die Dinge zwischen den Seasons frisch zu halten, anstatt die gleichen Dungeons und die gleichen Gegenstände 18 Monate lang am Stück zu refarmen. Das finde ich vollkommen gut, macht Sinn, leuchtet ein, wird für viel mehr Abwechslung und wahrscheinlich auch letztendlich für mehr Spielspaß sorgen. Das Einzige, was noch so problematisch ist, was droppen dann dann in diesen alten Dungeons für Items? Die alten Items oder irgendwelche neuen Items. Das ist noch alles im Gespräch, alles noch nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt, aber wir wissen zumindest, dass, ja, Mythisch Plus sich grundsätzlich verändern wird. Was wir so noch nie gesehen haben, das ist etwas Neues. Es wurde auch mal Zeit, dass Mythisch Plus sich ändert, denn es ist jetzt seit Legion und BFA und Shadowlands schon eigentlich immer dasselbe. Immer die neuen Dungeons kommen und dann läuft man diese neuen Dungeons immer bis zum Ende der Erweiterung auf M+. Und das wird sich mit Dragonflight ändern, was ich ziemlich nice finden werde. Und äh, ihr könnt mir auch gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Was haltet ihr davon? Ansonsten würde ich sagen: Bedankt fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn nicht dann nicht. Haut da rein. Ciao ciao.